Die Firma KMT Vogt produziert Taumelniedmaschinen und Fördertechnik, also Kleinförderbänder. Die Taumelniedtechnik ist etwas spezieller im Bereich Kaltumformung von Metallen. KMT Vogt produziert solide Maschinen, heißt, wir gucken auf das Material, was wir einsetzen. Wir beziehen unsere Materialien meistens nur aus deutscher Produktion und überwiegend einfach von regionalen Zulieferern. Also Horst haben wir zusammen mit Foodcore auf einer Messe eingesetzt, beziehungsweise in der Zelle hinter mir, wo Horst die Nietmaschine bestückt. Zuerst mit einem Kugelbolzen und dann mit einer Unterlagscheibe. Danach wird der Nietprozess quasi ausgelöst, indem Horst dieses ganze Paket unter diese Nietmaschine schiebt. Danach wird das Teil wieder rausgeholt und in ein Fach abgelegt. Also Horst ist ein Plug-and-Play-Roboter, den man quasi aufstellen kann, anschließen und dann kann man direkt loslegen. Man initialisiert den Roboter, richtet ihn kurz ein und danach kann man das erste Programm schreiben und gleich loslegen. Für den Kunde muss es natürlich einfach zu handhaben sein. Er muss den Roboter intuitiv steuern können und nicht kompliziert programmieren können. So wie bei Foodcore zum Beispiel mit der Steuerung, die einfach haptisch für jeden gedacht ist und intuitiv einen durchführt. Die Programmierung an sich mit einem einfachen Programm geht wenige Minuten, also bis zu 10 Minuten würde ich sagen, für ein einfaches Programm. Durch Horst haben wir die Möglichkeit, weiter in die Automatisierung einzusteigen, unseren Kunden mehr zu bieten, da es auch immer wieder angefragt wird, mittlerweile, ob man Roboter beherrscht, also nicht nur die großen, sondern auch kleinere Roboter hat. Und daher haben wir uns jetzt mal vorgewagt und mit Foodcore das erste gemeinsame Projekt gestartet und wir warten auf neue, weitere Projekte.